Guten Morgen. Morgen. Vorletzter Morgen hier in Kanada. Die Jungs sind noch nicht so ganz fit. Das wird sich gleich ändern. Wir machen jetzt Frühstück. Und in einer halben Stunde fahren wir los. So, nach ca. 2 Stunden Fahrt sind wir jetzt... Dani, du Arsch. Sind wir jetzt an dieser Forellenfarm angekommen oder in der Fischzucht. Und jetzt muss man nur hier irgendwie zum Parken kommen und dann schauen wir mal uns da um. Ja, wir haben jetzt hier geparkt und sehen jetzt hier die Fische. Und jetzt fahren wir wieder. So, wir sind jetzt in den Produktionsgebäuden. Schauen wir uns hier mal um. Hier geht es natürlich schon deutlich mehr ab. Wir wissen jetzt, dass das hier die größte Regenbogenforellenfarm in ganz Ontario ist. Die produzieren hier 250.000 Regenbogenforellen pro Jahr. Die hier laufen durch die Becken 1,8 Millionen Gallonen Wasser durch, weil Forellen immer fließendes Wasser brauchen. Wir sind hier überdacht, weil es ja hier in Kanada im Winter sehr, sehr kalt wird. Und da wäre es einfach mit unter freiem Himmel mit Fischteichen nicht weiter machbar zu produzieren. Deswegen haben sie das hier alles überdacht. Und ja, hier in dem Teich, der jetzt hier hinter uns ist, da sind im Prinzip schon die Forellen, die für den Verzehr geeignet sind. Und wir kriegen gleich mal eine Verkostungsprobe von geräucherten Forellen. Wie die schmecken, das zeigen wir euch jetzt. Thank you. Sehr lecker. Robert ist hier durch den kanadischen Busch gewandert und hat jetzt hier die Kletten. Das geht nicht weg, das ist ein Spruch, bei uns klebt an den Finger. Fail of the day. Fische zum Verzehr geeignet sind oder so weit gewachsen sind, ist aufgrund des späteren Wassers hier 1 bis 2 Jahre notwendig. Wir haben jetzt hier vom Fischer einen Tipp bekommen, dass ein paar Kilometer weiter eine Lavendelfarm ist und er hat leider die Nummer nicht gehabt, deswegen ist er jetzt los und schaut für uns, ob die offen ist. Da sieht man wieder, wie nett eigentlich hier jeder ist zu uns. Vielleicht klappt das Ganze, wir hatten ja ein paar Tage davor eine Lavendelfarm in Planung anzuschauen, die aber zu hatte. Und vielleicht kriegen wir das auch noch unter. Wir fahren jetzt weiter zur Lavendelfarm. Die hat scheinbar offen, aber die Felder sind halt in der Jahreszeit nicht mehr bewirtschaftet. Aber es gibt einen Laden, wo man jetzt eben Lavendelprodukte kaufen kann. Die Felder dieser Farm sind immer im Juli für die Öffentlichkeit geöffnet. Im August machen sie zu, weil sie die Pflanzen bis Mitte August abgeerntet haben müssen. Die Pflanzen sind ziemlich empfindlich und brauchen eine sehr lange Zeit zum Regenerieren. Und deswegen müssen sie im Prinzip in den ersten Augusttagen alle Felder abenden. Und damit die dann im Prinzip fertig sind zum Regenerieren. Und danach werden im Prinzip die Produkte produziert und dann können sie am 1. September wieder ihren Shop aufmachen. Der englische Lavender ist von der Farbe intensiver als der französische, ist süßer, wird eigentlich häufig auch fürs Kochen verwendet. Der französische Lavender, der ist ein bisschen nicht so intensiv von der Farbe, nicht so intensiv vom Geruch, nicht so intensiv vom Geschmack, wurde von den Franzosen für die Parfümherstellung im Prinzip eingeführt.
Der französische Lavender produziert keine eigenen Samen. Das heißt, den muss man immer, indem man im Prinzip was von der ursprünglichen Pflanze abschneidet, neu einpflanzt, im Prinzip so weiter wachsen lassen. Wenn der englische Lavender im Prinzip Samen produziert, die man wieder einpflanzen kann. Wir waren jetzt hier nochmal beim Tanken, haben alle vier AVs mit $200 betankt. Wir sind jetzt hier in Port Perry, das ist an einem ganz tollen See, und wir werden jetzt hier nur 1,5 Stunden unsere Zeit verbringen und fahren dann anschließend weiter zum Campingplatz. Ja, wir sind jetzt hier im Wendy's, so ein ganz typisches kanadisches Restaurant, und haben uns jetzt hier mal einen kleinen Snack geholt und werden jetzt hier noch eine 1/2 Stunde sein und dann fahren wir Richtung Campingplatz. Wir haben es am letzten Tag noch geschafft, im Stau zu stehen, und das ist ziemlich lang, weil da vorne gibt es jetzt nur eine Brücke und da müssen wir jetzt alle drüber. Wir sitzen jetzt beim letzten Abendessen zusammen. Bei uns gibt es nur Wurstsalat, Nudelsalat und den geräucherten Fisch, den wir heute bei der Vorderelfahr mitgenommen haben. Wir haben jetzt lecker abgegessen und sitzen jetzt hier noch gemütlich im Kreis und sprechen über die letzten vergangenen Tage und planen, wie wir jetzt morgen den Tag bewältigen. Wir werden jetzt wahrscheinlich um 7:30 uns zum Frühstücken treffen. Wir werden dann unser AV auf Vordermann bringen, das heißt nochmal das Klo ausleeren, Wasser auffüllen, tanken, und werden dann noch zu einem Outlet fahren, hier ganz in der Nähe. Es gibt verschiedene Marken, da können wir die letzten Dollar noch auf den Kopf hauen und dann um 11.30 Uhr unsere Wohnmobile abgeben, und von dort aus haben wir dann den Transfer zum Flughafen. Dort dann ein paar Stunden Aufenthalt, bis dann um 17.55 Uhr unser Flugzeug nach München startet. Ja, das war's. Wir lassen den Abend jetzt hier noch schön ausklingen. Wir werden jetzt noch unsere letzten Vorräte verbrauchen, und ich sage
guten Morgen und gute Nacht zugleich. Wir sehen uns wieder Sonntagmittag aus Deutschland mit dem letzten Video von unserem Abflug. Und in circa einer Woche gibt es dann eventuell noch ein Outtake-Video, was alles während der Fahrt so schiefgelaufen ist, ein paar lustige Szenen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Ich hoffe, ein paar Eindrücke konnten vermittelt werden hier von unserer Kanada-Fahrt für die, die nicht mit konnten und auch für die, die daheim wieder warten, dass wir wiederkommen. Bis dann!